Exile, servus meine Lieben und recht herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Conan Exiles mit Voucher und mit Codeless. Ich freue mich, dass ihr zurück seid. Wir brechen auf, ich bin schon startklar. Ihr seht hier den Kühlt-Up-Effekt. Ich habe gerade mal probiert, ob ich eigentlich die Eiswürfel bzw. das Eis auch so nehmen kann. Wir nehmen es mal mit. Theoretisch müsste aber unsere Rüstung reichen, dass wir im Vulkangebiet uns ein ganz kleines bisschen umschauen können, gemütlich unser Obsidian farmen. Ich habe mir eine Reiseroute zurechtgelegt. Wir springen jetzt gleich ins Schneegebiet rüber an die Instanz, an den Obelisk. Von da aus bahnen wir uns den Weg hier rein und da seht ihr schon Markierungen. Hier will ich mal nach Opsi schauen. Hier würde ich gerne die Reise heute beenden, damit wir hier einen Kartenraum aufbauen. Da müsste noch mal ein Obelisk sein. Da hatten wir schon mal eine Base in der alten Staffel, dass wir hin und her springen können. Denn dann kann ich zum Ende der Folge heute heimspringen, die Mats wieder herrichten für die Turmausbaurunde Höhe und bin morgen rechtzeitig wieder zurück zur zweiten Folge hier im Vulkan, damit wir mal die Ini angucken, beziehungsweise einfach mal hingehen. Ich habe im Vulkangebiet noch nicht allzu viel gemacht. Ansonsten bin ich, glaube ich, so weit ganz gut ausgerüstet, dass wir da durchkommen sollten. Sie gehen natürlich wieder mit. Ohne die Mädels mache ich gar nichts. Schleimsuppe haben sie genug. Ferdinand Schienchen kommt natürlicherweise auch mit. Würde ich sagen, wir brechen einfach mal auf. Ziel also heute, wie gesagt, ist Opsi zu farmen, bis Nanschienchen voll ist. Also Ferdinand Schienchen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir auch, oh guck mal, da hockt auch Kätzle, dass wir halt genug Rohasche, beziehungsweise diese, doch Rohasche war es, glaube ich, ne, die ich hier für die Pots brauche. Wir haben um die 30 Samen, wenn ich alles zusammennehme, dann können wir schon mal pflanzen. Und dann würde ich sagen, machen wir es so, dass wir die Hälfte immer verarbeiten, wenn wir sie brauchen. Die andere Hälfte mache ich in den Trockner, dass wir halt immer wieder Samen haben. Ne? Samen, Hamen, Amen. Auf geht's, würde ich sagen, brechen wir auf. Morgen sind wir dann bestimmt da in der Ini in der Nähe, dass wir da mal gucken, wie das da abgeht. Und ich schätze, dass wir dann auch recht zügig zur Ausbaurunde Turmhöhe kommen. Ich muss immer hier, muss ich immer noch gucken, ich habe mir das noch nie so wirklich gemerkt. Ich nehme an, der da ist es. Welcher ist denn der hier? Ist der einzige, der noch fehlt, glaube ich. Ne? Komm, wir hopfen mal rüber. Wir hopfen einmal rüber. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie bin ich denn da hingekommen? Ich bin immer außenrum bei den Riesen entlang. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir reiten nicht außenrum, sondern probieren mal die Treppen. Ne? So kommt hier raus, ist der Verderbnis. Jetzt probiere ich mal, ob ich da hinten irgendwo rauskäme. Müssen nur aufpassen, da hat es ja immer jede Menge Feinde hier. Ne? Ich habe nicht so die Lust, die jetzt alle zu bekämpfen. Schüpp, dubi, dubi, du. Ich weiß nicht, ob es da hoch geht, ob es da entlang geht. Das werden wir jetzt gleich rausfinden gemeinsam. Oder ob ich hätte außenrum müssen. Zur Not kletter ich da hinten mal kurz eine Runde. Codeless, hast du deine Kletterausrüstung dabei? Das Gute ist immer zu wissen, dass wir die halt platt kriegen, wenn es drauf ankommt. Okay, das war schon mal eine Sackgasse. Ferdinand Schienle, du packst es, ne? Du packst es. Ja, ich glaube, du kommst hier nicht einfach so vorbei, wie ich das gerne hätte. Schüpp-dubi-dubi-du. Das Schöne ist, dass wir eigentlich immer mehr auch wissen, wo wir hin müssen, was wir brauchen. Weißt du, ich steige jetzt mal hier ab. Ich glaube nicht, dass man über den Tempel da hinkommt, wo ich hin will. Ich spring mal hier runter. Ich meine sogar, aber, ah ja, guck mal, da können wir lang. Da können wir lang. Welche NPCs kämpfen denn bitte da mit dem Ding? Welche sind das? Ach, das sind auch diese Untoten. Komm, da gehen wir mal kurz in den Kampf, dass wir uns schon mal ein bisschen aufwärmen. Hallöchen, Popöchen, Kalöchen. Was, Klöchen? Wer wusste hier auf der Abort? Wo sind meine Mädels? Noch oben wahrscheinlich beschäftigt. Ja, der ist ziemlich stabil hier, der Kollege, ne? Und da kommen sie angeschossen. Die Hilfe folgt auf dem Fuße. Die! So richtig lebendig, der junge Mann. So, auf geht's. Dings habe ich daheim gelassen, unser exotisches Festmahl, denn das wärmt auf und im Vulkan können wir das ja nicht gebrauchen. Komm, wir machen mal gemütlich. Opsi nehmen wir jetzt mit, bis wir voll sind. Wir brauchen es tatsächlich in der Schmelze da oben. In dieser Instanz muss eine Schmiede eine Schmelze sein. Ich war noch nie dort, glaube ich. Und wäre natürlich praktisch, bevor wir heimgehen zum Turmausbau, dass wir nochmal gucken, was brauche ich denn da alles an Materialien? Weil du kannst da, glaube ich, mehr machen, wie das, was ich herstellen will. Das Ziel, wir hatten ja die Priorisierung festgelegt, Turmausbau, Ausrüstung Kohles, die neue Rüstung mit Verbesserung plus dreimal einen Kolben für die ganze Mannschaft. Und das dritte Ziel war noch ein bisschen Herausforderungen und Zauberei. Herz eines Heldenessen, das siehst du, hätte ich mal vorher geguckt, daheim liegt eins, aber wir haben 22 Stunden Zeit, das esse ich dann praktisch, wenn ich heimspringe. Einen Weltboss besiegen könnte unter Umständen sogar passieren, dass wir hier auf einen treffen.
Ich würde sagen, wir machen einfach mal alles mit, was geht, ne? So, hier ist auf jeden Fall schon mal Lava zu sehen. Wie weit bin ich denn weg von meiner... Ja, also. Perfekt. Jetzt müssen wir nur mal gleich gucken. Ob sie sollte man eigentlich hier... Okay, da hinten ist schon welches. Straße des Pilgers. Jo, das hat mir auch gefehlt jetzt über die letzten Folgen, dass wir einfach auch mal so eine Entdeckerrunde machen. Und da bietet sich ja das Gebiet an. Als erstes möchte ich aber kurz probieren, was passiert, wenn ich mit der Sichel das mache. Das habe ich nämlich mal irgendwo gelesen. Da kriege ich nur Rohasche raus, glaube ich, ne? Kristalle kommen da raus. Und Rohasche. 19 Rohasche, aber die Kristalle will ich nicht unbedingt. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich es mit dem Ding mache. Die Eiswürfel, ja, ist okay. Jetzt habe ich 19 Rohasche bekommen durch diesen Versuch. Und wenn ich jetzt hier mein Werkzeug benutze, ich weiß natürlich nicht, ob die halt... Na, jetzt hast du schon angefangen. Jo, alles klar, ich kriege auf jeden Fall Obsi raus, aber Rohasche nur als Nebenprodukt. Wobei, so viel Obsi, wie ich vorhabe zu farmen, werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht noch zusätzlich Rohasche besorgen müssen. Guck mal, wie viel da rauskommt nämlich. So. Und Obsi ist, glaube ich, auch das einzige Erz insofern, oder das einzige Item, das ich, glaube ich, daheim nicht schmelzen kann in irgendwelcher Form. Ne? Die Dinge lassen wir aber da, Kohnless. Die Kristalle, die kannst du da lassen. Jetzt habe ich 51 Rohasche rausgekriegt und Obsi 470, würde ich doch mal sagen. Das wird sich lohnen. Was passiert, wenn ich hier drauf hack? Nix. Liegt es daran, dass ich mit der Spitzhacke hier nichts rausbekomme? Oder ist das ein Baum, den man eventuell gar nicht abbauen kann? Wir versuchen unser Glück. Jawohl, Kohles, genau. Du Baum! Nö, hätte ja sein können, dass man da auch eine gewisse Form von Asche rauskriegt. Das wird normaler Stein sein. Ja, aber dann hat sich das schon mal gelohnt. Die Markierung brauche ich zwar wahrscheinlich dann nicht unbedingt, aber wir gehen einfach mal weiter diesen Pfad des Pilgers. Er ist wie für uns geschaffen. Schön ist, dass du das Obsi gleich siehst. Und er probiert es erneut. Nö, ich mache da jetzt gar nicht lang rum. Ich brauche ja nichts. Ich gehe gezielt vor. Wir wissen, was wir benötigen. Und genießen ein kleines bisschen unseren ersten Ausflug in den Vulkan. Dafür haben wir ja auch damals die Rüstung geholt, ne? Und ich war hier echt noch nicht oft. Das ist meistens so, dass dann mein Konen-Kontingent voll ist, bevor ich ins Vulkangebiet komme. Und da ich drauf stehe, immer wieder mal neue Spielstände anzulegen, war ich hier noch nicht so oft. So, ja, guck mal, alleine auf diesem Pfad, da brauchst du ja normalerweise noch nicht mal die Hitzerüstung. Kriegst du genug raus, ne? Nur verarbeiten kannst du es halt... Ah ja, richtig, Goldstein gab es auch als Nebenprodukt. Als wir es damals getestet hatten, hatten wir, glaube ich, noch nicht das Werkzeug, um da mal richtig Glück zu haben. Da kommt ja einiges raus, ne? Das ist ganz gut, dass wir nicht nur das Obsi-Ziel haben, weil jetzt in meinem Fall wäre es wahrscheinlich schon erledigt. So, das schweiße ich jetzt auch schön raus. Tiefer und tiefer kamen sie in die Zone der Hitze. Wobei das gar nicht der Pfad ist, den ich das letzte Mal gelaufen bin. Wo geht denn der lang? Bin ich mal sehr gespannt. Auf jeden Fall haben wir genug. Da gehen wir links hoch, ne? Lass mal hier runterschielen. Ja, sehr krass. Schabdabidu. Gut, Eiswürfel haben wir dabei. Trinken haben wir dabei. Kartenraum kann ich jederzeit setzen und heimspringen, falls es uns nicht gelingt, hier zu bestehen. Aber ich nehme jetzt mal an, dass wir das hinkriegen. Bis jetzt haben wir alles gemeistert. Wichtig wäre halt wirklich, dass wir heute den Kartenraum setzen. Wollte gerade sagen, wer kommt denn da? Wäre es hier nicht sinnvoller, dass du eine Keule nimmst? Hast du jetzt den Impuls rausgeholt? Nee, den hitzigen Streiter. Ist natürlich die Frage, inwiefern ein Hitzeeffekt noch hilft hier, ne? Bist du eine spezielle Steinnase? Nee, bist kein Bosskreatur, gell? Ja klar, brauchen wir uns, glaube ich, keinen Kopf machen. Ich die Frage natürlich, ob diese Steinnase hier irgendwie was Besonderes bringt. Goldstein, Leute. Goldstein hat die gebracht. Guck dir das an. Die kannst du da lassen. Die auch. Gehe ich ja immer separat fahren. Oh, hier geht's schon los. Die ersten Feinde. Ich bin gespannt. Straße der Rechtschaffenheit. Es könnten zwei Schwestern sein wie meine zwei. Hallo? Chimera sind es. Ich
Ich würde eh sagen, wir entdecken heute ein bisschen was, weil das sieht ja alles ziemlich geil aus hier. Ne? Und selbstverständlich nehme ich mir die Zeit wie zu Anfang und gucke wenigstens rein, was sie dabei haben. Wichtig wäre ja, glaube ich, ein helles Bier, dass man das nicht liegen lässt. Ne? Nö, Fisch brauche ich eigentlich nicht. Es ist die Frage, pass mal auf, da oben ist eine Obsi, den hole ich mir. Wie wichtig wäre es mir denn hier noch mehr zu entdecken? Sagen wir mal so. Boah, die Steinnasen sehen cool aus. Alterle. Seit sie die Keule haben, sind sie ja nochmal Nümmerle, ne? So, guckt ihr das an. Dann können wir daheim unseren Kompost herrichten, unseren Dünger. Ich überlege sogar, ob ich vielleicht so mache, dass wir gemeinsam heimspringen. Unser Kompostzeug gleich verarbeiten. Dass das schon mal parallel, während wir die zweite Runde hier machen, Richtung Instanz. Ich glaube, so machen wir das. Du bist überlastet, aber auch nur körperlich. So, Obsi rüber, Rohasche rüber, Goldstein rüber und der Rest flitzt. Wann habe ich denn jetzt die Grundsubstanz? Ah, die habe ich eingepackt für den Kartenraum, ich wollte gerade sagen. Nö, ich sammle das alles ein. Wenn ich nachher Überschuss habe, ist besser, als wenn ich nochmal los muss. Da, 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 di, da, da. Schöne Obsi-Vorkommen sind das. Ich mag die Struktur, wie die gestaltet sind. Und ich finde es cool, dass sie sich so leicht bläulich abheben. Das alles? Vorne klebt auch noch ein bisschen drin, ne? Machen wir die Fackel, wie ist es dann? Sieht es noch cooler aus. Schöne ist ja irgendwie, dass wir jetzt mit diesem Schneeskin hier durchgehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da noch mehr ist, aber ganz ehrlich, mich reizt es jetzt im Moment sehr, da drüben nochmal nachzugucken. Da, wo die NPCs sind, was da noch ist. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden irgendwas, was ich noch nicht kenne. Schwupp, schwupp. Schawübelchen und Katzübelchen. Auf, komm Mädels, rüber. Der Kohnles und seine drei Mädels. Das ist halt ein absolutes Respawn-Spiel geworden. Steht schon der nächste oder habe ich den vorhin nur übersehen? Hallöchen. Owls Schlangenzunge. Ah, ist ein Händler. Ist ein Händler? Wusste ich gar nicht, dass hier ein Händler steht. Was verkauft denn der? Bin ich mal gespannt. Gut, dass er nicht gleich sauer wird. Ja, geht ihr mal hoch, macht den. Ich schwätze mit dem Händler so lang. Das ist nicht mal Arbeitsteilung. Oh, guck mal, schön. Glas nehme ich auf jeden Fall mal mit. Stahlkeule, die lasse ich. Ein Nashornkopfsüpple. So, Owl. Kaufe 5 Bärensaft für Silbermünzen. Ah, okay. Okay, okay. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Jetzt gehen wir den Pfad entlang, Leute. Öl nehme ich mit. Was hat die? Kultistenrobe. Ich habe übrigens mal daheim die ganzen Schädel sortiert. Wir haben ja, glaube ich, über 40 von diesen verwitterten Schädeln. Weil ich gedacht habe, die brauchen wir für die Zauberei jetzt jedes Mal. Ne? Am Anfang wusste ich ja nicht, dass das immer wechselt. Und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich brauchst du von denen noch super viele. Ja, komm, dann machen wir das so. Ich meine, Obsi haben wir jetzt auf jeden Fall erreicht. Wir können natürlich auch versuchen, hier lang zu gehen und nicht hier lang. Gehen wir auf dem Rückweg nach der Inni morgen halt den anderen Spot noch angucken. Jetzt ist gerade super interessant hier. Und einfach mal so ein paar Feinde mitnehmen. Guck dir das mal an. Also allein jetzt hier im Hintergrund dieses rötliche Leuchten da drin. Wir waren da auch schon mal. Ich habe da nur damals diese Folgen, die wir schon hatten im Vulkangebiet, wer dabei war, da habe ich null Überblick gehabt. Da habe ich wirklich null Überblick gehabt. Sag mal, andere Frage. Sind die tatsächlich jetzt hier nicht so auf Kampf aus? Warum sind die hier nicht im Angriffsmodus? Das verstehe ich nicht. Normalerweise kämpfen die doch immer. Komme ich da rüber automatisch oder müsste ich da ganz aus? Ja, da gibt es eine Brücke. Komm, wir machen einfach mal. Ja, weil so greifen die mich nicht an. Was ist da los? Kodlis! Ist das normal? Ich weiß, dass wir damals hier waren, da habe ich ständig Lack gekriegt. Ich lock jetzt gleich außen ein. Okay. Auch irgendwie erinnert mich, das war eine. Boah, Alter. Ich nehme an, jetzt mischen sich die anderen auch ein. Oh, Kodlis, die machen Damage wie Sau, Kodlis. Ey, wer macht denn da bitte so viel Schaden?
Muss ich aufpassen, dass ich mein Pferd nicht verliere. Oh, jetzt habe ich aber gerade richtig fett Damage gekriegt, ne? Lag das jetzt an der Hitze? Nee, ne? Die haben einfach voll was drauf hier. Ich gucke gleich den Loot durch. Ich gehe jetzt erstmal. Waren hier nicht auch Totenkopf? Ach, guck mal. Da ist auch eine Elite dabei. Und auch noch einer mit meiner Lieblingswaffe. So, Digga, du oder ich. Alle hat sie den Körper abgetrennt. Gut, ein Kämpfer. Das war wahrscheinlich ein ziemlich guter Kämpfer, weil ich habe ja jetzt eh keinen Rat hier. Ich bin ja das erste Mal da. Also jetzt da schon. Guck mal. Ich nehme an, dass die auch gezähmt, beziehungsweise nach dem Rat richtig interessant sind. Vielleicht holen wir uns ja hier doch noch einen Kletterstiefel, aber ich benutze die Klettersachen nicht wirklich im Moment. Okay, das war auf jeden Fall unser erster Name, dem Vulkangebiet. So nach dem Motto, herzlich willkommen, ihr drei. Sehr, sehr stark. Krasse Aussicht. Ganz andere Welt. Eine Welt in der Welt. Ich meine sogar, dass wir hier mal... Es ging aber gerade schnell. Ich bin ziemlich erschrocken, wie viel Damage unser Kohles jetzt hier eingefahren hat im Moment. Was haben wir denn hier für Blümchen? Kohles Sichel? Benutzen Sie Ihre Sichel erstmal, beziehungsweise erstmal drücke ich so drauf. Goldlotusblüte. Eine Goldlotusblüte. Das Witzige ist ja, du weißt ja mittlerweile, wenn du ausloggst, einloggst, dass dann die Ressourcen zum Teil wieder da sind. Wir sollten, glaube ich, nur nicht in die Lava reinstiefeln. Ich hoffe, dass ich das mit den Thralls hier einigermaßen hinbekomme. Bisschen vorsichtig sollte man schon sein. Sterben ist keine Option. Und warum? Weil ich habe keine Bettrolle gesetzt. Hier stehen sie vereinzelt rum. Also die kämpfen nicht alle zwingend, aber diese Elite-Truppen. Krass gut, oder? Oh, Alter, ich dachte gerade, wollen wir alles mitnehmen an Opsi. Ich bin jetzt gerade richtig tierisch erschrocken. Das ist ja gar kein Opsi, ne? Ich bin so tierisch erschrocken jetzt, dass sich's bewegt hat, dachte ich... Was ist da los? Junge, Junge, hast du mich erschrocken, Steinesel. Komm mal her, Nanschiedle. Ich hoffe, dass wir heute hier kein Problemischer kriegen. Also die Rohasche, die wird uns auf jeden Fall daheim richtig gute Dienste leisten. Die Goldblüten mache ich ebenfalls mal rüber. Das Nashornsüpple, Tragelast, ist mal jetzt im Moment. Wir gehen mal weiter. Hier der da vorne, das sieht doch auch schon wieder aus wie ein besonderer. Nee. Natürlich seid ihr alle besonders. Ich glaube, der wollte nichts, der hat nicht mal sein Schwert gezückt. Kultistenrock. Kann natürlich sein, dass diese Kultisten eher freundlich gesinnt sind, wenn man nichts macht. So. Ja, also Opsi brauchen wir uns, glaube ich, nicht verrückt machen. Einmal rein, Taschen voll. Oh, guck mal, Steine sammeln haben wir gerade als Herausforderung. Nehmen wir kurz mit, oder? Bis ich da unten einmal durchkackt habe, ist vorbei. Ist zwar nicht der geilste Erfolg, weil er wenig Punkte bringt, aber ey, uns bringt ja jeder Punkt näher ans Ziel. Und ist ja eins unserer Ziele tatsächlich von den Prio 3, ne? Pass auf, den nehme ich auch noch mit da oben. Den konntest du nämlich nebendran. Ich mag das Vulkangebiet schon wieder. Mir gefällt es tierisch. Auch wenn ich vorhin gesehen habe, wenn du da falsch stehst, bist du auch gleich weg. So, ich glaube sogar, dass das Opsi-technisch reicht. Wenn nicht, wie gesagt, einmal kurz rein, haben wir ja gleich wieder die Taschen voll. Ja, nimm den auch noch mit, komm. Ist der schon abgebaut? Okay. Nanji, Nanji, Schwab, Schwab. Ich würde gerne... gleich. Ey, Goldstein ist aber auch mittlerweile. Ich dachte damals, als wir das mal gebraucht haben, habe ich echt länger rumgefahren. So, wo sind wir denn aktuell? Wollen wir kurz da oben reinschielen? Ich nehme an, dass da oben wieder so eine kleine Elite-Truppe ist. Sehr heiß, sagt's Spiel. Nimmst deinen Eiswürfel, ist vorbei, ne? So, ich glaube, die Wächter an der Brücke wäre natürlich auch eine Überlegung. Wenn du hier nehmt, Farms. Ich bin mal gespannt, wann der nächste Schrei kommt.
Die da hinten sind, glaube ich, auch named. Ich glaube, hier hinten rechts steht auch was, wo wir kämpfen müssen. Wenn ich mich noch richtig entsinne. Es waren immer so verschiedene Spots. Ganz dunkel kommt da so eine Erinnerung zurück. Nee, offensichtlich nicht. Bleib du mal kurz hier stehen, während ich ums Eck linse. Hallo? Ich hand da mal auf hoch. Gerber? Bogenschütze? Nö. Nö. Dann war das an einer anderen Stelle. Kommst du wieder mit, Spatzel? Die sengende Hitze überleben. Habe ich da durch Zufall gerade im rechten Moment einen Eiswürfel geholt? Hinten ist nochmal Opsi. Kämpfer, Zuchtmeister. Kann ja mal hier und da mal gucken. Ne? Ja, ich glaube, wir bewegen uns mal zum Obelisk, dass wir das Ding aufgesetzt kriegen. Den nehme ich jetzt noch mit. Und den verborgenen auch. So, Leute. Dann sind wir ja natürlich nicht hier, um die Sachen nicht freizuschalten. Ne? Eine Waffe herstellen, Eisen abbauen. Ja, wenn ich irgendwo Eisen sehe, würde ich es vielleicht abbauen, der Punkte wegen. Aber im Moment habe ich andere. Hey, wenn wir hier rumlaufen, kommen wir ja automatisch drauf zu. Ich würde sagen, Opsi-technisch haben wir jetzt erstmal genug. Ich packe das jetzt hier mal hier rüber. Ja, guck mal, wie viel Opsi wir jetzt gefarmt haben. Ist der Wahnsinn. Die fliegen raus, die bleiben da, die fliegen raus und die fliegen raus. Ja, ich will jetzt mein Ding aufsetzen, meinen Kartenraum. Am besten, da ist noch mehr Opsi, aber ich lasse jetzt mal gut sein. Schmelzer, Zuchtmeister, aber alles kleine, gell? Und ich habe das Gefühl, dass ich, in meiner Erinnerung war das Gebiet weit schlechter zu überblicken. Also ich, im Moment sieht man hier richtig klar, finde ich. Irgendwann brüllt es plötzlich und dann hast du ja wieder Trüble. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht in der Vulkangeschichte drinstehen. So, hallo. Ja, schön, dass es euch gibt. Kämpfer. Da hinten will ich auch kurz nachschauen. Bogenschütze. Das ist wieder ein Kultist hier, gell? Ja, das sind die Anhänger. Jetzt noch jede Menge Opsi. So, pass mal auf. Das hier sieht mir so aus, als ob wir da auf was zulaufen. Langsam. Wobei hier ist keine Dings zu befürchten. Ja, ich glaube, die Truppe, die müssen wir bekämpfen. Schrein des Orakels. Keiner? Kämpf. Schmelzer. Kultist. Nee, Zauberer. Zimmermann, Zauberer, Tänzerin. Ich glaube, dann dürfte der da eventuell ein Problem sein. Fatis? Ne, wir wollen nicht reden, wir haben Ziele heute. Alter, die Figur, oder? Boah. Doch in diesem chaotischen Land der Verbannten braucht ein Pilger einen scharfen Verstand. Ich guck die alle an. Essel der Händler. Eistee für Silbermünzen. Kam ja das Rezept für Eistee, haben wir, glaube ich, bekommen mit dem einen Koch, ne? Haben wir die Option bekommen. Hab ich jetzt gar nicht geguckt. Ich meine, ich sehe zwar, dass es uns heiß ist, aber durch das, dass er nicht schnauft. Geht eigentlich Wasser auch? Wenn ich Eiswürfel nehme. Ja, so ein bisschen, ne? Hätte ich mehr mitnehmen müssen. Aber ich habe auch Wasser dabei noch. Das geht schon. Kämpfer. So, ich gucke nochmal auf der Map. Ja, wir kommen diesem Obelisk näher. Wir müssen nur gucken, wann es uns wieder überrascht. Das kämpfende Volk. Ja, aber so ist trotzdem ganz angenehm. Also ich finde es gut, dass jetzt nicht alle hier gleich stinksauer sind auf uns. Da haben wir nämlich die Option... ein bisschen uns umzuschauen. Ja, ist gut. Ist gut. Das kannst du drin lassen.
Ich glaube, ich erinnere mich, dass da unten mehrere Kämpfe waren. Und da ist aber auch nicht der Weg zum Obelisk, oder? Wir gehen hier lang. Wir sind ja nicht das letzte Mal hier, denke ich. Die Figuren da vorne, die machen mich schon wieder an. Ich finde das so gut, was hier zum Teil an Locations geschaffen wurden. Da hinten rennt einer. Wieso sind die so in Aufruhr? Ich lasse sie mal hier rüber. Okay, jetzt würde ich sagen, rüber. Ach, guck an. Ach, guck an. Nachschub. Namenlose Tage. Was? Dolch der namenlosen Tage gibt's hier. Harnisch des verrückten Propheten gibt's hier. Und natürlich wieder random Thralls, ne? Wollen wir mal kurz da hochstiefeln? Ist zwar nicht da, wo ich hin soll heute, aber da gehen wir jetzt mal kurz gucken. Du, weißt du, was gut ist, wenn wir dann heute den Dings aufbauen, gleich den Kartenraum, könnte ich heimspringen und nehme mir dann gleich nochmal Eiswürfel mit für morgen für die Runde. Nochmal ein Händler. 50 Eis für 5 Silbermünzen. Könnt. Ah, richtig, richtig. Da sind wir mal rumgeschlittert, glaube ich, mit einem Thrall. Da war mal was. Gut, der Hochweg war das also. Ja, auch interessant, dass du dann am Hochweg direkt hier die Karawane hast. Jetzt sind die natürlich wieder da, ne? Die uns gerade doof kamen. Aber wir müssen eh hier durch. Oh, was für ein krasses Lied. Die mache ich jetzt kurz weg. Dass ich da mal runterlinsen kann. Tatsächlich wirkt dieser temporäre, der Tempo-Effekt, sag ich schon, der Wärmeeffekt wirkt auf die. So, Steinnäs, lass uns schon sehen. Nasal, Nasal, komm mal her zu mir, mein Nasal. Sehr gut. So, einmal bis da runter und dann gehen wir direkt zum Kartenraum durch. Also zum Obelisk. Kartenraum können wir natürlich erst, wenn wir dann aufgebaut haben. Wenn ich jetzt von hier... Ah, es ist halt schon Wahnsinn. Ich war auch noch nicht am Kern. Ist schon eine coole Gegend hier. Ja, komm nur, komm nur. Kistis der Entbeiner. Haben wir nicht vorhin schon mal den Entbeiner gesehen? Ja. Ich wollte gerade sagen, der hat ja einen Trank dabei. Wie cool. Ja, ist aber nicht der Kistis gewesen. Obsidian-Streitkeule. Ah, lass mal gucken, wie viel hatten so eine Obsidian-Waffe. 46, 31. Ist auch nicht so verkehrt, ne? Habt ihr nur einen entdeckt? Oh oh, Mädels. Nix, machen wir nicht lang rum. Kommt ruhig zurück, der kommt schon. So, unser Kronles. Das wird nichts, Digga, du musst. Ich hätte jetzt gedacht, die hat speziellen Loot. Okay, da vorne leuchtet es schon. Habt ihr gesehen hier am rechten Rand?
Da hinten drin ist unser Ding. Kartenraum. Jetzt habe ich natürlich keine Foundation dabei. Ich hoffe, dass wir irgendwo eine flache, schöne Stelle finden dafür. Wir hatten schon mal einen aufgebaut, aber ich weiß halt nicht mehr genau wo. Dafür haben wir die Chance, dass meine Erinnerung zurückkehrt, wenn ich jetzt da runterlaufe. Hi Mädels. Da war der Obelisk. Ich meine sogar, dass wir das sehr, sehr nah an dem... Möglicherweise sogar hier drauf, Leute. Ich probiere gleich mal mein Glück. Was war Hamam war? Erster Ausflug im Vulkangebiet, guckt das an. Oh oh. Scheiße. Scheiße. Ja, mei, scheiße, ich hab die Dinger auch rausgeschmissen, das habe ich nicht wollen. Ich habe alle rausgeschmissen, auch die, die ich gebraucht hätte. Wo war denn die Steinnase? War die da unten? Hoffentlich liegt sie noch. Junge, 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 ihr habt jetzt Steinnasen, die brauche ich jetzt. Wenn wir Glück haben, kriege ich da gleich mein Zeugs raus. Warte mal. Falsche Spitzhacke, da liegt sie. Spatzel, gib mir mal 50 Kristalle. Oh ja. Muss ich kurz ein Obsidian abbauen irgendwo. Scheiße. Ja, das habe ich nicht berechnet. Ich dachte, ich habe alles ins Pferd reingemacht. Na gut. Gehen wir kurz nochmal rüber kämpfen. Merkt ihr jetzt auch, wird es dunkel, ne? Jetzt ist tatsächlich in der Wüste, wäre jetzt schön Nacht mit einem blauen Himmel. Mit einem blauen Himmel, mit einem strahlenden Mond. Und hier siehst du dann gleich die Hand vor Augen nicht mehr, ne? Da oben war kein Obsäge. Oder? Doch, da oben schimmert doch was bläulich. Ah ne, da ist nochmal ein Bogen. Keine Ausdauer mehr, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ne, müssen wir nochmal kurz Ruhe. Machen wir zusammen eben. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Schnitt mache, aber dieser erste Ausflug darf ruhig schnittfrei passieren. Ist alles noch nicht da gewesen in dieser Staffel. So. Waren an der Brücke nicht gerade? Ah, die liegen noch hier. Da waren wir noch nicht weit genug raus, ist recht. Vielleicht hat der meine 50 Kristalle hier, der Guderle. Ne. Der? Ja, aber die bringen auch Rohasche, ne? Hier habe ich einen Obsi gesehen. Wenn's vielleicht mit Glück reicht's. Weißt du was, jetzt habe ich gerade das Gefühl, wenn war mit der Sichel vorhin auch mehr Kristall zu holen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich probiere mal. Nicht wirklich mehr, ne? Nicht wirklich mehr. Wie viel haben wir denn? 10. Ich glaube, am besten fahre ich hier mit meiner Schwarzeis. Aber ist trotzdem okay, dann sind wir halt nochmal hier, was soll's. Wir werden noch öfters hier sein müssen. Du hast aber keine Probleme mit mir gehabt, ne? Nee. Ist das ein Obsi oder ist das Struktur? Strukturstein, weiter. Digga, rennst du da ins Feuer eigentlich? Nee, ne? So, Leute. Tagsüber siehst du es halt besser. Also ich bin sehr, sehr... im Gebiet versunken, merke ich gerade. Es nimmt dich schon mit hier, die Stelle. Die Figur finde ich rattenscharf. Würde mich nicht wundern, wenn die hier vom Thumbnail landet. Gut, ich glaube, ich muss tatsächlich doch nochmal richtig weit zurück. Jo, hier, das könnte, wenn wir Glück haben, reichen für das, was ich brauche. Ah, da ist noch ein kleines zwischendrin. Vielleicht reicht es doch. 50 Stück waren es, gell? 43! Verdammt. Verdammt. Und ich hab's rausgeballert. Jo, jo, jo. Umso länger geht die Staffel, die Folge heute. Hallo. Ich muss gerade nochmal googeln. Ich hab nicht alles beisammen. Hallo. Jetzt ist es richtig übel dunkel. Wie viel fehlen denn jetzt noch? 7 Stück. Hinten schimmert's. Bloß nicht ins Vulkangestein reinschimmern. Irgendwo war doch hier noch was, wo ich gesagt habe, das nehmen wir jetzt schon nicht mehr mit. Hier ist eins. Das ist das Letzte, das wir brauchen. So, wir sind jetzt im Besitz von 50 Kristallen. Ich gucke aber lieber nochmal nach. Jo, 55 sogar. Und jetzt, ohne in die Lava zu knallen, einfach nochmal zurück. Und dann sind wir schon durch. Weiter.
Irgendwie, ich weiß nicht, was mich damals so in Panik versetzt hat hier. Aber jetzt, wo wir gemeinsam den Weg gelaufen sind, gemütlich, ohne reinreiten und durchhuschen, finde ich, dass es eine gute Wegführung ist bis zum Obelisk, ne? Mal gucken, ob das dann morgen gerade so weitergeht, wenn wir den Kern aufsuchen. Ich sollte nur wirklich genug Eiswürfel mitnehmen. Du siehst schon, wie der Durst hier höher ist, ne? So wie halt in der Wüste auch am Anfang hast du auch ständig Durst gehabt. Nur ist hier ziemlich heiß, ne? Oh, warte, du musst aufpassen, wenn du die andötzt, werden die schon sauer wahrscheinlich. So, ich glaube, wir sind da hinten lang. Und dann da vorne links und dann haben wir es. Schöne Geschichte. So. Hier steige ich mal ab. Fackel raus. Und jetzt setzen wir das Ding dahin. Haben wir uns jetzt auch verdient. Auch schön. Ich freue mich tierisch, wenn wir morgen weiter hier durchziehen. Weil wir müssen ja wissen, was genau kann ich denn da alles machen? Weil es gibt ein paar Rezepte, die kannst du, glaube ich, mit Roh-Obsi malen. Ich glaube sogar die Obsidian-Werkzeuge, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nur nicht, ob wir sowas da haben schon. Ne. Was war da gestanden? Was will er denn hiermit? Guck mal daheim. Aber ich glaube, wir sind noch nicht in der Lage, das zu bauen. Hier wollte ich ihn hinsetzen, gell? Ja. Und ich hatte damals, ich meine, wir waren, wenn du recht guckst, waren wir genau hier. So, das heißt, hier ist natürlich jetzt super. Wenn ich hier ankomme, was vergessen habe daheim, kann ich direkt wieder zurückschlittern. Ich stelle unser Armband drauf ein. Bäm. Gut, dann wechsle ich die Folge. Wir gehen jetzt heim. Ich hole euch dann wahrscheinlich morgen zu Hause ab. Und wir steigen dann von zu Hause ein mit einem Sprung hier rüber. Und dann geht es für uns erstmal zum Kern. Zum Kern. Wir laufen einfach mal weiter. Irgendwo. Ich meine, hier sieht es ja alles sehr durchkluftet mit Lava aus. Vielleicht gibt es eine Brücke. Ich war hier noch nicht und ich genieße das jetzt auch, das ein bisschen zu entdecken. Alternative wäre natürlich, dass wir hier irgendwie rumkämen. Ja, wenn du es. Also rein vom Aufgezeichneten her könnte es gut sein, dass man hier durch muss. Wir werden aber trotzdem hier und hier mal kurz reinlaufen, gucken, was es da gibt für uns. Wir werden auf jeden Fall dahin kommen. So, ich freue mich auf morgen. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen.